Hallo bei meinem eigenen Starbucks. Starbucks kennt fast jeder. Es ist eine große Kaffeehauskette, wo sehr, sehr viel Kaffee verkauft wird. Wer hätte es gedacht? Also ganz verschiedener Kaffee aus ganz verschiedenen Regionen. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die ganzen Kaffeesorten und die Toppings kann man sich selber zusammenstellen. Also hier ein Starbucks Vanille Macchiato. Den kannst du natürlich füllen mit dem Espresso, mit dem Kaffee Verona oder Colombia. Je nachdem, was man möchte und wie stark der Kaffee sein soll. Also die normale Bestellung läuft so ab. Also jemand kommt und bestellt irgendeinen Kaffee, zum Beispiel den Latte Macchiato. Das heißt einfach nur Kaffee mit Milch, also ganz einfach. Dann darf er sich aussuchen, welche Kaffeesorte es sein soll. Und die Toppings haben wir hier drüben. Hier Amaretto, Vanille, Haselnuss, Karamell und weiße Schokolade. Also kann er sich jetzt ein Latte Macchiato bestellen mit zum Beispiel Colombia-Kaffee, Sojamilch und Karamell-Topping. Also viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Hier gibt es Eishakes, zum Beispiel Erdbeer oder Vanille. Das kann man natürlich mit Kaffee haben oder ohne Kaffee, wie man möchte. Oder eine ganz normale heiße Schokolade, die gibt's auch. Es gibt nicht nur was zu trinken, sondern auch was zu essen. Hier sind die Schinken-Käse-Croissants und belegte Brezeln mit Schinken und Salat. Und hier auch noch ein Croissant belegt mit Schinken und Salat. Hier gibt's dann auch noch Laugenecken mit Käse und Salat oder auch mit Schinken. Nach den gesunden Sachen kommen natürlich auch die süßen Sachen. Also hier gibt es einmal Vanillecookies mit Schokoladenstückchen, Schokoladencookies mit weißen und normalen Schokoladenstückchen und da unten die Königsklasse Vanillecookies mit Blaubeeren und Cranberries und weißen Schokoladenstückchen. Alter Schwede, wenn das nichts ist. Eigentlich bin ich hiermit jetzt schon durch, also mein Starbucks ist jetzt eröffnet. Was würdest du bei meinem Starbucks bestellen? Schreib das bitte mal unten in die Kommentare. Johann, was ist das? Willkommen bei Starbucks. Ihre Bestellung bitte. Was gibt es denn? Ich kann Ihnen ganz tolle Kaffeesorten anbieten. Zum Beispiel gibt es einen Latte Macchiato, ein Vanille Macchiato, ein Karamell Macchiato, ein Haselnuss Macchiato und ein weiße Schokolade Macchiato. Und das können Sie natürlich kombinieren mit den Kaffeesorten, die Ihnen besonders gut schmecken. Hier ein besonders starker Espresso. Oder vielleicht doch Colombia. Ja, was möchten Sie haben? Ich hätte am liebsten einen ganz starken Kaffee. Hier. Diesen Espresso, der hört sich ja gut an. Okay, kommt sofort. Clara, du darfst keinen Kaffee. Ach Manu. Haben Sie vielleicht einen Vanillemilchshake? Ja, na klar. Wollen Sie einen Eismilchshake oder einen heißen Milchshake? Ein Eismilchshake. Okay, kommt sofort. Jetzt kommt das Pulver. Und jetzt kommt einmal die Milch in das Glas. Und jetzt kommt der Deckel rauf. So, hier ist ja. Eische. Das ist ja lecker. Ich hätte noch gerne einen Donut, den hier. Okay. Hier, das hier ist ein Donut mit Vanillecremefüllung. Wollen Sie den haben? Ja, gerne. Okay. Kommt sofort. Und dann hätte ich noch so einen Keks. Okay. Keks und Donut. Kommt sofort. Darf das beides auf einen Teller? Ja. Okay. Welchen Keks wollen Sie? Okay. So. Hier sind Ihre Sachen. Danke.
Das ist total lecker. Danke, tschüss. Hallo. Oh, was wollen Sie denn heute haben? Aber leider gibt's heute keinen Cheeseburger. Ja? Oh. Was gibt es denn alles hier? Also es gibt natürlich sehr, sehr viel Kaffee, aber ich glaube, das darfst du noch gar nicht trinken, oder? Oder darfst du schon Kaffee trinken? Eigentlich nicht. Okay. Wollen Sie dann irgendeinen Shake haben? Ein Eisshake oder einen Warmshake? Eigentlich ein Erdbeershake. Wollen Sie den kalt oder warm haben? Warm. Der kalte ist zu kalt. Okay, dann ein warmer Erdbeermilchshake. Jetzt kommt die Milch. Das ist die Original-Starbucks-Milch von Starbucks Kühn. Das ist ganz einfach. Sie funktioniert nämlich fast so wie die Maschine von Jones Bakery. Wollen Sie eigentlich noch etwas Gesundes haben, zum Beispiel ein Brötchen? Wenn das ganz voll ist, dann muss das eigentlich nicht voll sein. Du kannst gerne auch noch was übrig lassen, musst ja nicht alles austrinken. Möchtest du ein Brötchen, Elisa? Ein Streusel-Donut. So mit Erdbeeren? Ja. Okay, kriegen Sie sofort. So. Hier, Elisa, hier ist dein Donut. Das ist ganz voll. Ja, ist nicht so schlimm. Eins, zwei, vier. So, der Erdbeermilchshake ist jetzt fertig. Ich kann nicht beides tragen. Oh, hast du den halben Donut ja schon aufgegessen? Willst du noch eine Sache? Vielleicht den Schokoladendonut. Willst du den Schokoladendonut auch noch? Oder einen Schokoladenkeks? Ein Schokoladendonut. Okay. Hier. Das sind Ihre Sachen. Was wollen Sie denn jetzt noch haben? Was. Okay. Immer was Gesundes. Ein Sandwich. Okay. Welches wollen Sie denn haben? Das mit dem Schinken oder das mit dem Käse? Also Schinken. Für den. Gut. Das mit dem Schinken. So, hier ist ihr. Dankeschön. Das sieht aber lecker aus. Das Brot wollte ich eigentlich haben. Darauf habe ich mich die ganze Zeit gefreut, wenn alles vorbei ist, dass ich das dann verspeisen kann, aber okay. Hallo, wollen Sie wieder den ganzen Laden leer kaufen? Das Baby weint. Okay. Das Baby weint. Das ja, Baby hat Hunger. Okay, also ich habe aus ein paar Situationen halt herausgefunden, dass schwangere Frauen keinen Kaffee bekommen dürfen. Haben Sie auch etwas ohne Koffein? Ich mag kein Koffein. Koffein macht mich so wach. Na klar, wir haben auch ein Espresso ohne Koffein. Aha, aber Espresso schmeckt ja auch irgendwie ja, so. Ja, das schmeckt bitter. Ein bisschen doll. Ich mag lieber was Süßes. Okay, also hier haben wir ganz, ganz viele süße Sachen. Oder wollen Sie ein süßes Getränk? Erstmal ein süßes Getränk. Okay, wir haben Milchshakes. Wir haben zum Beispiel Milchshakes mit Karamell, mit Haselnuss, Vanille, weiße Schokolade, Amaretto, das so wie Marzipan. Nein, 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 Marzipan mag ich nicht. Aber Karamell hört sich sehr lecker an. Okay, dann kriegen Sie jetzt Karamell. Ich hatte noch nie einen Kunden, der Karamell wollte. Aber wollen Sie einen kalten oder einen heißen Milchshake? Gerne einen warmen. Ja, okay, kommt sofort. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Nancy. Nancy. Fancy Nancy nennt mein Mann mich immer. Aber ja. Nancy gefällt mir besser. Okay. So. Super. Wollen Sie auch noch was zu essen haben? Ja, das Baby hat Hunger. Na klar. Das Baby hat großen Hunger. Wir haben hier Laugenecken mit Käse und Salat. Dann haben wir hier noch belegte Brezeln mit Schinken und Salat. Haben wir auch noch ein Croissant mit Schinken und Salat. Da sind Schinken-Croissants mit Käse überbacken.
Haben Sie auch diese Ecken mit Pute? Leider sind die jetzt gerade ausverkauft. Oh, gut, dann nehme ich den mit Käse. Okay, kriegen Sie sofort. Wollen Sie noch was dazu haben? Ja, dann hätte ich gerne noch was Süßes. Mhm, okay. Aber ich würde Ihnen nicht so viel empfehlen, weil Sie ein Baby haben. Aber das Baby hat Hunger. Okay, dann, ja. Unsere Spezialität, Vanille-Cookies mit weißer Schokolade, Cranberries und Blaubeeren. Dann hätte ich gerne von jedem Keks ein. Okay, gern. darf der mit halt auf dem... Ja, gerne. Aber der hört sich wirklich sehr lecker an. Genau. Da bin ich sehr gespannt, wie der schmeckt. Dankeschön. Halt die auf, ist nicht ganz... So. Ich habe so Hunger. Ich hatte heute gar kein Frühstück. So, mache ich natürlich nicht zum ersten Mal. Also sagen wir mal jetzt einen Schuss. Ja. Schuss. Komm. So. Einmal umrühren. Heißen Sie Nancy? Ja, ich bin Nancy. Ich okay. bin. Hier ja. Ihr Karamell-Shake. Achtung, es heißt nicht, dass Sie uns verklagen und wir dann eine hohe Geldstrafe bekommen. Vielen Dank. Bis dann. Zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Was wohl als nächstes kommt, das wissen wir alle schon. Hallo, ich wünsche mir ein herzliches Willkommen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, ich habe schon gesehen, Sie verkaufen hier Kaffee. Genau. Verschiedene Arten von? Kaffeesorten. Ja, wie funktioniert das denn hier? Also hier habe ich jetzt hier ganz, ganz verschiedene Kaffeesorten. Zum Beispiel eine Latte Macchiato, eine Vanille Macchiato, eine... Ich kann lesen, vielen Dank. Eine Haselnuss und weiße Schokolade auch. Oh, Sie haben den Karamell vergessen. Den habe ich nicht vergessen, den habe ich nur nicht ausgesprochen. Ist ja egal. Ich möchte jetzt gerne was bestellen. Okay, was wollen Sie haben? Ich hätte gerne einen entkoffeinierten Espresso mit Sojamilch, mhm. Haselnuss-Topping und ja. Amaretto. Okay. Und das Ganze gekühlt. Hä? Eigentlich haben wir das nicht, aber für Sie machen wir das. Also, dann brauche ich jetzt einmal einen Espresso entkoffiniert. Wollen Sie mir jetzt erzählen, dass da jetzt kalter Kaffee rauskommt? Nö, aber wir kühlen ihn nochmal. Okay, Sie machen erst heißen Kaffee, um ihn dann zu kühlen. Interessant. Den entkoffinierten Kaffee rein damit. 5 Stückchen Eis. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommt da etwas Sojamilch rein. So, jetzt kommt Haselnuss rein. Wieder so ein Schuss. Jetzt auch noch Amaretto. Hier ist Ihr entkoffinierter Soja Macchiato mit Amaretto und Haselnuss-Topping und ist dazu auch noch kalt gemacht. Ja, woran erkenne ich denn, dass es meiner ist? Weil normalerweise gibt es doch einen Namen, der da drauf steht. Ja, aber vielleicht bin ich hier der Einzige, aber keine Ahnung, vielleicht haben Sie was vergessen oder so und da steht ja noch nicht mal mein Name drauf. Ja, wie heißen Sie denn? Mr. Burns. Er Burns. So, hier ist er. Das ist also Mr. Burns, ja? So. Die Röstung der Haselnüsse war nicht ganz in Ordnung, ne? Okay, dann. Aber ja, aber ich würde gerne was essen. Okay, gern. Warum schneiden Sie denn Brezeln auf? Hier sind dann Brezeln belegt mit... Haben Sie nicht normale Brötchen, ganz normale Brötchen belegt? Normal gibt's hier nicht. Dafür müssen Sie schon zu einer echten Bäckerei fahren. Zum Beispiel die Jones Bakery. Die würde ich Ihnen empfehlen. Jones Bakery?
Ich glaube, da war ich gerade erst. Waren das nicht die mit dem Kaffee? Die haben einem kleinen Kind Kaffee verkauft. Da gehe ich nie wieder hin. Dann nehme ich hier so einen Keks. Was ist das für ein Keks? Also, brauchen Sie nicht zu erklären? Weiß ich schon. Ich nehme so einen Vanillekeks mit Schokoladendingern drin. Okay. Nein, nicht den. Den da? Ja. Okay. Ist so liebevoll eingepackt. Genau. So packt normalerweise nur meine Frau die Geburtstagsgeschenke ein. Vielen lieben Dank für alles. Ja. Ich werde definitiv das nächste Mal wiederkommen. Okay. Tschüss. Sehen Sie uns bald wieder. Damit verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.